feierte Otto Rehhagel am 2. April seine hölzerne Hochzeit. Herzlichen Glückwunsch, Otto. 10 Jahre in einem Club, das schaffen sehr, sehr wenige. Und ich freue mich ganz besonders, in dir einen, manchmal einen Berater zu haben. Otto Rehhagel, herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum. Du bist ein toller Kollege. Wir wünschen dir alles Gute. Und ich als junger Kollege sage, du hast uns schon wertvolle Hilfestellung geleistet. Ich hoffe, dass du noch 10 Jahre dranhängen kannst. Eine Riesengeschichte. Und für uns alle, die Trainer sind, bist du Vorbild. Hallo, Herr Rehhagel. Herzlichen Glückwunsch zu diesem sicherlich außergewöhnlichen Jubiläum. Also, lieber Otto, leider können wir bei deinem Jubiläum nicht dabei sein. Aber ein dreifaches Toi, Toi, Toi! Ja, das haben sie doch nett gesagt, die Jungs von früher. Aber blicken wir erst einmal zurück. Nach Essen. Genauer gesagt, nach Altenessen. Kai Mittler, ein alter Otto-Kumpel, erinnert sich. Mein Name ist Karl Mittler. Ich habe früher bei Dusselene gespielt mit Otto. Ich bin Fliesenleger vom Beruf. Und mit dem Sport ist momentan ein bisschen ruhig. Das war in Dusselene. Da hat der Verteidiger gespielt, ich habe linker Läufer gespielt. Das war in Dusselene, das Jahr weiß ich nicht mehr genau. Das war in Tura 86, das weiß ich noch. Meine Mutter sagt immer, sie wundert sich immer, warum Otto Rehhagel überhaupt nicht älter wird. Wie kommt's eigentlich? Haben Sie ein Rezept? Ja, ein Rezept habe ich für alle Leute. Also immer vernünftig schlafen gehen. 30 Jahre lang mit der gleichen Frau verheiratet. Kein Alkohol und Nikotin und dann sieht man so aus wie ich. Das Jubiläumsspiel für Otto. Natürlich live in Premiere und vor ausverkauftem Haus. Dank Thomas Helmer ging Dortmund diesmal mit 1:0 in Führung. Doch nach 20 Minuten glich Werders torerfolgreichster Spieler der Saison, Wynton Roofer, aus. Dortmund hatte sein Pünktchen und Werder blieb dank kontrollierter Offensive vorn mit dabei. Gibt es jetzt die Otto-Jubiläumsfeier bei euch? Wir haben Freitag wieder ein ganz schweres Spiel und da wird nicht gefeiert. Habe ich doch gesagt. Kein Nikotin und kein Alkohol, oder?